Hallo meine Lieben, ja, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute eine Liebesnachricht von deinem Gegenüber an dich legen. Schau bitte, ob du in Resonanz gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Wir schauen mal, was die Energien so zu sagen haben. Vielleicht kann er dir das nicht sagen, ne? Was aber trotzdem in ihm vorgeht, was er vielleicht auch über dich denkt, was er dir einfach gerne sagen möchte. So, dann schauen wir mal mit dem Weisheitsorakel. To the sea und also ne, quasi in den See hinaus. Und dann lass uns das nochmal mit den Heal Yourself Healing Cards nochmal abklären. Da sind zwei gefallen: das Opferbewusstsein und Home. Ja, also, was ich hier tatsächlich wahrnehme, ist dein Wunschpartner, dein Herzensmensch. Der sitzt hier gerade, ja, sehr viel zu Hause und fühlt sich auch tatsächlich als, oder sagen wir mal, vielleicht sieht er sich auch gerne als Opfer, ne? Also quasi so, gibt gerne für die Lebensumstände die Schuld gerne an andere Menschen. Lass uns mal das klären mit dem Sea. Ich habe so eher das Gefühl mit dem To the Sea, dass er Angst hat, dass du dich schon ins Schiff gesetzt hast und weiterziehst gerade. Ja, dass du nicht mehr greifbar bist, also nicht mehr zumindest so sehr greifbar, kontrollierbar bist. Und dadurch natürlich auch hegt er sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen in Selbstmitleid. Ja, lass uns mal noch mit dem Tarot schauen, was er dir zu sagen hat. Ja, lass uns mal schauen. Wir haben hier die sieben der Kelche. Was hat dir dein Gegenüber zu sagen? Die acht der Stäbe. Die zehn der Münzen. Ich nehme mal zehn Karten. Ich nehme mal sechs Karten und dazu auch Klärungskarten. Der Ritter der Kelche. Also ich habe das Gefühl, dass er hier schon zu Hause sitzt, ja, und ja, irgendwie überlegt. Lass mich mal weiter gucken. Und der Magier. Und an der Unterseite haben wir die Sieben der Schwerter. Dazu möchte ich jetzt auch noch mal Klärungskarten nehmen. Und zwar auf die Sieben der Kelche. Was hat dir dein Wunschpartner, dein Gegenüber zu sagen? Hupsa. Also, wir haben hier den unabhängigen Mann und die Wunderlampe und das Roulette, genau. Also, sehr interessant, ja. Ich habe das Gefühl, dass dein Wunschpartner, dein Gegenüber einfach so ein Mensch ist, der die Nähe sucht, aber dann direkt wieder die Distanz sucht, ja, zu dir. Vielleicht tut er so auch so eine Art Selbstschutz machen. Ne? Das heißt beispielsweise jetzt, er tut dann vielleicht in mehreren Situationen rumschwimmen, um sich nicht zu abhängig zu machen von seinen Gefühlen. Ja, dass er so seine Unabhängigkeit beibehält, weil er Angst hat vor dieser ganz starken Nähe. Er möchte seine Unabhängigkeit nicht verlieren. Das hat aber wiederum bei euch beiden dazu geführt, dass er jetzt denkt, dass du halt hier auch langsam die Nase voll hast und weiterziehst, weil du einfach etwas Verbindliches möchtest, ja. Dein Wunschpartner oder Gegenüber, der hat hier schon auch diesen Wunsch, dass hier irgendwie noch mal von oben nachgeholfen wird, ja, dass hier das Universum noch mal nachhilft, ne, mit dem er rechnet hier doch noch mal mit einem Wunder und überlegt eben auch, ob er noch mal oder ob er überhaupt so mutig sein kann, für ihn in seinen Augen dieses Risiko einzugehen, ja, einer festen Verbindung. Aber wie gesagt, dennoch möchte er hier auch nicht seine Unabhängigkeit verlieren, ja, und deswegen ist er hier auch total ambivalent mit den sieben der Kelchen und tut sich auch mal ganz gerne selber als Opfer sehen, seiner Umstände. Ja, das nehme ich hier tatsächlich wahr. Er weiß auch, dass du dich bereits entfernt hast, das spürt er zumindest. Und ja, da kommen natürlich dann jetzt auch die Gedanken hoch, soll er dieses Risiko eingehen? Ja, ne? Um ja, sich dir wieder anzunähern, sage ich jetzt mal. Auf die Acht der Stäbe. Ja, hier ist die Tafel gefallen. Also die Acht der Stäbe und die Tafel sagen mir ganz klar aus, dass es hier, er wird dich nach einem Treffen fragen. Ja, er möchte sich mit dir unterhalten. Er möchte dir einfach sagen, dass du hier sein Glück bist. Lass mich mal weiterschauen. Er wünscht sich auch Wachstum. Und er wünscht sich auch, dass ihr beide einfach
ja, alles irgendwie auch klärt, alles, was so drumherum im Weg war, dass das auch geklärt wird, die Fremdenergien geklärt werden, ja. Vielleicht gab es irgendwelche Menschen im Außen, die euch da beeinflusst haben oder einfach andere Störfaktoren. Aber er möchte ja einfach irgendwie auch hier einen Wachstum zwischen euch haben, ja, und auch hier liebevoller auf dich zugehen. Nicht zuletzt eben, weil hier gespürt wird, dass du bereits schon weiterziehst, ne? Und lass mich mal weiterschauen. Da sind zwei gefallen. Wir haben hier den Engel Fürst Metatron und wir haben die langsamen Nachrichten. Also hier sehe ich natürlich dann auch noch mal, ja, sag ich mal hier, ne, das ist auch so eine Frage des Lebenssinns, ne, hier ist er gerade auch tatsächlich in einer großen Entscheidung. Möchte er seine Unabhängigkeit behalten? Aber dadurch kann er auf der anderen Seite einfach das größte Geschenk auch verlieren. Und zwar eine Nähe zu einer Person, zu der er sich sehr hingezogen fühlt. Und das ist für ihn einfach auch dieses Risiko, was hier für ihn ein Risiko bedeutet. Ja, A, die Chance zu ergreifen, aber auch, ja, für ihn ist das einfach auch wie so ein Roulette, ne? Weil er einfach auch selber vielleicht sich selber auch nicht so gut kennt, wie er dann damit schlussendlich klarkommt. Und deshalb hier auch, ich sehe hier zwar diese Zusammenkunft, ne, und er möchte mit dir auch sprechen, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, irgendwie kommt mir dieser Gegenüber so vor, als würde er mit dem einen Fuß auf das Gaspedal drücken und mit dem anderen Fuß auf die Bremse drücken. Ja, so auf der einen Seite möchte er das klären, aber zieht sich dann sofort wieder zurück, weil er irgendwie selber nicht weiß, was er will. Ja, das ist, ich glaube einfach, er muss jetzt selber erstmal für sich in die Ordnung kommen, seinen Lebenssinn auch finden. Wo möchte er denn überhaupt hin? Seine Selbstbestimmung behalten oder einfach etwas Schönes gemeinsam aufbauen? Ja. Und hier haben wir den Schwimmer. Ja, und für ihn ist das hier einfach auch alles eine super große Anstrengung zurzeit, ne? Er hat dadurch, ich glaube, dass den Stress macht er sich auch sehr viel hausgemacht, ja. Dann natürlich auch dieses Opferbewusstsein, dass er sich vielleicht auch selber gerne mal bemitleidet zu Hause, abends, wenn er auf der Couch sitzt. Und das bedeutet natürlich dann auch für ihn, dass das alles sehr anstrengend wirkt auf ihn, obwohl es vielleicht wirklich nur gedanklich und hausgemacht bei deinem Gegenüber ist, ne? Dass es eigentlich von außen betrachtet gar nicht so schwer erscheint, sondern tatsächlich in den Gedanken alles so kreiert ist, diese Probleme, diese Last, dass man sich irgendwie das alles so schwerer macht, als es wirklich ist. Ja, so zum Beispiel könnte das hier definitiv sein. Das fühlt sich hier alles sehr schwer an für deinen Wunschpartner oder Herzensmensch oder auch gegenüber. Das Einzige, was ihn jetzt wirklich hier in deine Richtung auch drängt, ist tatsächlich, weil er hier spürt, dass du weiterziehst, ne? Also wirklich, und da hat er jetzt wirklich Angst, dass das hier das Letzte gewesen sein könnte. Und hier haben wir dann den Magier mit dem tüchtigen Mann, und das sagt mir hier einfach nochmal aus, er wird sich hier auch nochmal anstrengen, ja, er wird auch nochmal dir unter die Arme greifen wollen, er möchte dir helfen, hilfsbereit sein, ja, Dinge auch für dich tun. Das kann bei dem einen eben auch eine Strategie sein, um noch so ein bisschen Überlegungszeit herauszuholen. Es kann aber auch sein, dass er das sehr, sehr ehrlich meint, ne, und dir wirklich auch helfen möchte. Und ich habe auch das Gefühl, dass er weiß auch, dass er mit seiner Art auch dich vielleicht wieder um den Finger wickeln könnte, ne? Aber es könnte jetzt vielleicht eben auch zu spät sein. Diese Angst hat er eben auch zurzeit. Lass uns noch mal mit den Sieben der Schwertern schauen. Ja, und im Endeffekt ist es so, ich habe das Gefühl, also hier mit den Sieben der Schwertern und den Engel des Sanftmutes, ach ja, da ist er einfach, er schleicht sich doch immer wieder davon, sein eigenes Herz zu heilen. Ja, das ist irgendwie, lenkt er sich viel ab, habe ich das Gefühl. Wir sehen es ja auch hier an den Sieben der Kelchen. Ne? Er hat den Wunsch, er möchte zu dir, aber auf der anderen Seite ist das für ihn wieder so dieses
verliere ich mich vielleicht in dieser Verbindung? Möchte ich nicht doch wieder als 3 Schritte zurückgehen, mich auch woanders schnell aufhalten, mich ablenken? Somit ist mein Fokus nicht, oder ich verliere mich somit nicht. So kommt mir das vor. Und dein Gegenüber, habe ich das Gefühl, der tut sich noch zur Zeit vor seiner eigenen Herzheilung wegschleichen. Ja, er wird auf dich zukommen. Du musst halt einfach aufpassen, dass das dann nicht wieder zu einem gleichen Kreislauf wird. Zurzeit macht er sich sehr viele Probleme viel selbst. Und genau. Aber wie gesagt, er spürt, dass du dich hier entfernst und das zieht ihn hier natürlich wieder zu dir. Eine Liebesnachricht noch. Bleib dir selbst treu. Ja, bleib dir selbst treu, ne? Genau, sage ich ja auch immer wieder, man darf seine Werte niemals von einem Menschen abhängig machen. Wichtig ist, dass man selber weiß, wohin man möchte, was seine eigenen Visionen sind. Entweder der Mensch passt eben dazu oder eben nicht oder eben auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber man sollte sich niemals verbiegen für einen anderen Menschen oder einfach seine Werte runterfahren, ne, wenn einem irgendetwas nicht gut tut. Das ist hier die Hauptbotschaft. Bleib dir selbst treu. Wir können ja nochmal eine nehmen. Ja, und ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Die Telepathie. Ja. Also, ja, das ist hier wirklich so, so ein Gegenüber, ja, der hat sehr starke Gefühle für dich, aber sobald dann quasi wieder der Verstand eingeschaltet ist, ist wieder so eine dicke, fette Mauer da drum herum gebaut und dann fängt wieder so der Verstand an zu handeln und nicht das Herz, ne? Und hier darf er wirklich erstmal mutig sein und auf sein Herz hören und sich nicht ständig davon wegschleichen, ja, genau. Okay, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.